Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us Part 11. Ich bin euer Affenkönig Dämlich, das ist Joe, hier ist Ellie und wir sind in Pittsburgh angekommen und in einen Hinterhalt geraten. Sofort, als wir nicht mehr auf den Highway waren. Ja, dann haben wir im letzten Part noch Bill verlassen. Und wir haben auch rausgefunden, dass Bills Partner oder ehemaliger Partner Frank sich erhangen hat, weil er keine Minute länger mit Bill verbringen wollte. Hat auch seine Autobatterie gestohlen. Deswegen war die nicht in der Turnhalle. Also wären wir wegen denen fast draufgegangen. Ja, dann haben wir hier Hunter getroffen. Ganz miese Schweine, die wir getötet haben. Die, ja, schon ganz viele Menschen ausgeplündert haben und die Wertsachen gestohlen haben. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Und sei nicht so laut. Okay. Ha, wie cool ist es vertont haben. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zu den Fireflies. Oder natürlich in erster Linie erstmal zu Tommy, der uns dann zu den Fireflies bringen soll. Unser Hauptziel, aber jetzt sind wir wie gesagt hier in Pittsburgh gestrandet und bräuchten ja ein Auto. Da sind ein paar Pillen. Jawohl. Könnte ich mal gucken, wie viel wir jetzt schon wieder haben. Ah, jetzt versucht sie wieder zu pfeifen. Ich pfeife! Oh gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Ja, sehr cool. Jetzt kann die Ellie pfeifen. So, schauen wir doch mal. Hier können wir uns... Ja, dann haben wir auch noch die coolen Rauchbomben gefunden. Die werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Können wir uns noch einen Molotov-Cocktail basteln. Sehr schön. Na gut, wir haben erst 25, dann hat sich das erledigt. Und ein Halfter für lange Waffen haben wir uns auch gebaut an der Werkbank. Sehr cool, jetzt können wir ja auch den Bogen gleich mit nutzen. Da hat man auch nochmal zwei Pfeile gefunden. Was steht hier? Feed up with Fedra. Ui. Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön, ja. Das denkt doch bestimmt nicht mehr. Oh! Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Okay. Comics, sehr cool. Termination Shock von Savage Starlight. Ah, Leute, bei uns ist es immer noch so heiß in Thüringen. Ah, Junge, jetzt haben wir schon Mitte August und die Hitze hört nicht auf, du. Ich zerfließ hier. Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall scheiße, aber wie gesagt, wie ich im letzten Part schon gesagt habe, fressen oder fressen werden. Da lautet die Devise in so einer Postapokalypse. Oh, guckt's euch mal an. Vögel ziehen lang. Ach, die beklemmte Musik und. Ach, ist das nicht geil, Leute? Ja, jetzt fange ich schon wieder an zu schwärmen. Oh, überall geile Stufenheckautos. Das suchst du hier bei uns in Deutschland vergebens. Es gibt viel zu wenig Leute, die Stufenheck fahren. Obwohl Stufenheck total geil ist. So, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick hier. So, Schrotflinte erstmal weg. Nehmen wir was für die Distanz. Ah. Da könnten noch ein paar Items liegen, die wir uns holen können. Pittsburgh Military Zone B. Okay, da war also, ist also eine Quarantänezone, aber das scheint keine mehr zu sein. Da sind sie durchgebrochen. Du liebe Güte.
Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung! Wo hast du denn schießen gelassen? Ellie, runter! Mann, bleib nicht. Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Mist, schön zu dritt. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Jetzt können wir mal unsere neuen Rauchbomben ausprobieren. Wo sind sie denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine, Glückspilze. Vielleicht können wir etwas plündern, während wir warten. Hier gibt's nichts. Gehen wir weiter. Sehr schön. Oh, komm näher! Oh, Scheiße! Dann mal los! Ah, er ist immer noch da! Dann mal los! Jawohl! Loslassen! Ihr fiesen Säcke! Wir Nachschub. Das war mitten ins Schwarze. Ja, hab's gesehen. Ja, hab's gesehen. Einfach erstmal übelst kalt gemacht, die Brüder. Ah, schön, der hat Alkohol verloren. Hier hinten ist noch eine Holzlatte. Aber wir haben ja jetzt eine, also passt das alles soweit. Kann ich nochmal nachladen. Da gibt es noch einen Ziegelstein. Ja, aber kann ich jetzt auf diese Rauchwolke schießen und die entzündet sich oder was? Das muss ich nochmal ausprobieren. Das wäre natürlich richtig geil. Ein Eisenstein wäre das. Richtig nice Stein. Hey, klettern wir auf den Bus rauf. Ja, ich komme ja gleich auf den Bus. Hier ist wieder ein Essigbaum wild gewachsen. Alles klar. Ich dachte, dass in den Kisten hier vielleicht noch... Ach, Automatik, ja, ja, so ist es. Alle fahren zur Automatik. Das ist auch so ein Ding. Warum will man Automatik fahren? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man das irgendwie im Alter will, aber... Als junger Bursche, gut, ich bin auch kein junger Bursche mehr, aber... Als 30-Jähriger, sag ich mal, will ich doch noch schön schalten. Das ist doch viel geiler, das Gefühl vom Fahren. Ich meine, klar, es ist nicht so bequem, okay. Aber... Machen wir etwas Stimmung. Bereit? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine. Schmeckt komisch. Oh, der war aber schlecht. Was ist das? Ein Witzebuch. Witze und Wortspiele Band 2 von Will Livingston. Gehen wir weiter. Du läufst durch den Wald und siehst einen Pilz. Was tust du? Das Austrinken. Jawohl, die kannte ich schon. Warum steht das Pilz im Wald? Weil die Tannenzapfen. Tannenzapfen. Genau. Ja, die sind sehr bekannt hier. Was sagt man über einen verstorbenen Spanner? Der ist weg vom Fenster. Ja, der ist gut. Spielt ein einarmiger Karten. Ist das Mission Impossible? Nein. Das war falsch, warte. Ich lese nochmal. Spielt ein einarmiger Karten. Ist das Mission Impossible? Ach, ich hab's versaut. Ja, das stimmt, Ellie. Wie heißt die offizielle Weltmeisterschaft der Exhibitionisten? Oh. Trench Open. Der ist furchtbar. Ja, der das habe ich vorgeschlagen. Wisst du überhaupt, was das heißt? Nein, aber egal. Das war's. Mehr habe ich nicht. Sehr schön, Ellie. Um mal die Stimmung hier ein bisschen aufzulockern, was ich ja auch gerne mal mache, hat es jetzt die Ellie übernommen. Schöne Sache. So.
Aber hier ist nichts mehr, also geht's jetzt wirklich hoch auf den Bus. Gucken wir mal, was uns in der ehemaligen Quarantänezone erwartet. Hier scheint ja keine mehr zu sein. Und die Plünderer hier überall rumrennen. Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Ja, wow, wir kriegen das irgendwie hin. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. So, ein paar Werkzeuge. Was haben wir da? Gebt uns Lebensmittel. Das lese ich mir gleich durch. Warum wurde kein Essen verteilt? Ja, manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Na, hier steht's ja. Hört auf, uns mit Lügen zu füttern, gibt uns unsere Ration. Oh, 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 oh. Okay, hier ist nichts. Nix und nada niente. Ah, wie cool sie sich anlehnt. So, jetzt wollte ich das erstmal lesen. Nope, ganz unten müsste es ja jetzt sein. Ah! Hügel verloren. Da haben wir's. Wir haben Troy Hill an das übelste Gesindel verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unserer Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Ja, dann werden die wohl wahrscheinlich nicht mehr leben, nehme ich einfach mal an. Korrupter Bastard. Jung, jung, jung. Ja, sowas wird es dann natürlich auch geben. Von etwas größeren Gruppierungen, die dann solche Posten einnehmen. Okay, ab durch die Drehtür. Ah! Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind, okay? Minuten gedauert, die anderen zu erledigen. Und 5 Stunden, um sie zu erwischen. Mann, manchmal muss man sich echt verdienen. Ja, vielleicht. Wir wollten gerade aufgeben, als sie angefangen hat zu schießen. Ähnlich. Sie hätte entkommen können. 2 haben sie beschäftigt. Ich habe mein Gewehr geschnappt und sie ins Visier genommen. Bäm. Das war's. Mist. Du hättest sie leben lassen und zu einer von uns machen können. Meine Güte, das war doch die Pam, von der er gerade geredet hat, oder? Vor ein 5 Stunden. Neuer Anführer, der gleiche Scheiß. Naja, er sagt, jetzt, wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen, können wir uns ausweiten. Und was genau wird uns das bringen? So, die zünde ich jetzt an, Leute. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ja, 3 auf einen Streich. So, die anderen wissen jetzt natürlich Bescheid. So viel ist klar. Könnte ich aber mal das ausprobieren mit dieser Rauchbombe hier. Einer kommt hier runter zu uns. Ellie, kommst du her? Ja, das ist dann ein bisschen KI-mäßig auch gut. Jetzt kommt sie her. Den können wir uns schnappen, wenn er rumkommt. Hey, hey! Immer mit der Ruhe!
Diese Drecksau! Hat er uns jetzt gesehen? Nee, hat er nicht. Da haben wir Glück gehabt. Doch. Er weiß, dass wir da sind. Werde ich mal versuchen, mit der Flasche abzulenken. Was war das? Jawohl. Du alter Misthund, das hast du verdient. Ihr habt jahrelang Menschen gefoltert und einfach so aus Spaß getötet, nur um eure Vorräte aufzustocken. Nicht mal deshalb, weil es ums Überleben ging. Ich muss mal gucken, ob hier noch einer ist. Ah, da oben war einer. Oh mein Gott! Baseballschläger, das ist gut. So, drei oben. Einer noch mal unten. Bogen wäre auch nicht schlecht, wenn er sich rumdreht. Wir müssen auf den hier drüben aufpassen, weil wenn der rauskommt, dann sieht er uns. Oh, jetzt läuft er rum. Gehe ich schon mal schnell wieder raus. Können wir auch versuchen, die noch mal rauszulocken jetzt. Hier ist ein Backstein. Ah Mist, nee, da geht die Treppe wieder hoch. Weil ich es da oben dran geworfen habe. Ja, ziemlich schlau. Also hören Sie sogar über die verschiedenen Ebenen. So, das hast du doch gehört. Und der da hinten? Anscheinend nicht wirklich. Und wenn er jetzt hier runter geht. Jawohl, haben wir den auch weg. Bis jetzt klappt das ganz gut. Verdammt! Okay, der hat ihn jetzt gefunden. Aber jetzt haben wir leider nichts mehr, um den wegzulocken. Jetzt kommen sie zu dritt schon. Schnell! Erstmal weg! Ah, komm her, du Sau! Da ist der letzte, oder? Oh, verdammt! Oh, gib mir Deckung! Nein, komm da raus! Wie viele sind denn das? Wow!
Was ist los, Mann? Bleib hier! Oh, Dummies Hund hat uns zweimal erwischt. Aber ansonsten ist alles gut. Wie viele sind denn das, Leute? Auch viele können es nicht mehr sein. Ja, tut mir leid, ich kann ja manchmal nicht so viel reden. Ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren, sonst verrecke ich wieder alle zwei Minuten. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. So, was haben wir denn hier? Eine Notiz, Anwärter-Checkliste. Für alle Zivilisten, die Bewohnerstatus beantragen, muss Folgendes überprüft werden. Dokumentarüberprüfung. Der Anwärter muss eine unterzeichnete und anerkannte Fedora-Bewerbung für den QZ-Transfer vorweisen können und sich im angegebenen Kommissionsfenster befinden. Vom Militär ausgegebene IDs sollten genau untersucht und mit der zentralen Datenbank abgeglichen werden. Infektionsscan. Alle Anwärter müssen gescannt werden. Jeder positive Befund sollte zu einer sofortigen Quarantäne durch Zuweisung in den Krankenbereich führen. Alle notwendigen Mittel anwenden. Hinweis: Wenn Familien getrennt werden, soll möglichst Ruhe bewahrt werden. Alle Anwärter. Jetzt muss ich erstmal lesen. Erstmal. Ja. Ah, ich mach den Typen erstmal kalt. Das ist hier. So, der war doch, glaube ich, hier oben noch. Oh, das sind gar nicht mal so wenig. Ah, Mist. Da habe ich mich verschätzt, Leute. Aber wir probieren das jetzt mal mit den Dings aus, mit der Rauchgranate. Hinter uns ist keiner, weil das wäre nämlich eine böse Überraschung. So, Mäuschen, Mäuschen, Piepseimer, wo willst du denn hin? Leute, wie viele Typen habe ich denn hier jetzt schon umgebracht? Das ist ja richtig krass. Also auch ein sehr großes Gebiet. Wie so eine Shopping Mall. Des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben.
Ja. Okay. So, jetzt durchsuch mal erstmal. Ah, das war ein Café. Wir sind wirklich wie so eine Moor. Was gab's hier alles? Kaffee, Tee, Espresso, Mokka, Hot Chocolate, Milch, Americano, Eiskaffee, Eistee, eine Latte, eine Chai-Latte, grüner Tee, schwarzer Tee, Limonade. So viele Bücher. Hätte ich doch bloß mehr Platz im Rucksack. Bücherei auch. Also Leseecke. Wenn ich nicht vor Huntern und Infizierten weglaufe? Ja, dann lese ich gerne. Nehmen wir alles dreimal aufsammeln. So, was gab's da noch? Geschmack. Von dem Kaffee. Guck mal, die Geschmacksrichtung. Vanille, Haselnuss, Karamell, Schokolade, mexikanischer Mokka. Zimt. Almond, weiß ich jetzt nicht, ist voll mit Schokolade oder irgend sowas. Oder Mandel. Geil, ich darf es mir gar nicht angucken. Da krieg ich ja voll Bock auf jetzt so einen übelsten Hyper-Duper-Schrottoschino. Okay, Zeit für etwas Lustiges. Ja, Messer. Zack. Oh, Elli. Sag an. Oh, jetzt macht es nicht mehr. Bin ich zu weit weggegangen? Aber die Typen haben ja wahrscheinlich hier gehaust. Lecker, ein Riegel. Ja, das lohnt sich doch mal richtig, weil wir haben auch nicht mehr viel, Leute. Karte der verlorenen Gebiete. Keine Überlebenden. Unten links. Südliche Quarantänezone. Nördliche Quarantänezone. Mann, die haben ja ganz schön viel verloren hier an die Hunter. Die ganze Arbeit geleistet. Ah, vielleicht liest die Ellie ja nochmal vor. Das würde mich eigentlich freuen. Ach, die haben wir schön kalt gemacht. Die haben wir richtig schöne Verwandts gebocht. Ja, also eine Bibo mit einem Kaffee. Ja, das bietet sich ja an. Oh, cool, die Filmplakate gucken wir uns dann auch nochmal an. Da ist noch ein Riegel. Dann können wir uns auch noch ein bisschen was craften. Hier muss doch irgendwo noch so ein Savage Starlight rumliegen, oder? Das war nur ein Backstein. Also 10 Typen war das doch mindestens, oder? Den wir hier einen Scheitel gezogen haben. Oh cool, hier die Filmplakate. The Man I Killed. Was haben wir hier? Was steht da? He Bridge Theater. Blood Samurai. So, aber erstmal oben weiter. Blood Samurai hört sich gut an, da würde ich reingehen. Ein Samurai, der ganz viele schnetzelt. Richtig brutal, so Tarantino-mäßig. Hier sind auch ganz viele Vorratskisten. Ja, das war hier ihr Hauptquartier. Wir haben ja dort schon, ich weiß nicht wie viel das waren, 4 Stück getötet. Also direkt, wo sie uns die Falle gestellt haben. Hier jetzt nochmal mindestens 10. Fever Dream. On the narrow frontier between sleep and death. Her darkest thoughts are about to awaken. Ha, cool. So, was haben wir hier noch? Sag mal, so wenig Zeug hier. Für so ein großes Lager von denen. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, hier ist wieder der Panda Patrol. Was haben wir noch? Kamak the Slayer. Und Hair Trigger, Dan Stan. Ach, das ist doch... Sieht doch aus wie The Transporter mit Jason Statham, oder? So vom Motiv her. Könnte sein. So, vielleicht ist ja unten noch mehr versteckt. Ach hier, Hawaii. Oh, schön.
Ja, da würde ich ja auch gerne noch mal hin nach Hawaii. Bestimmt geil dort. So, eine Holzlatte. Wir haben aber ein schönes Metallrohr. Das ist viel besser. Damit können wir jemanden viel besser vor der Platte bohren. Man hätte natürlich hier noch ein bisschen mehr schleichen können, aber... Alles ist ganz schön vertriegelt und vertrackelt. Also da haben wir schon eine Weile hier noch abzusuchen. More will die if you don't give us your food. Solche... Ja, und was machen die Leute? Die haben gar nichts mehr zu essen und ihr nehmt ihnen die letzten Reste weg. Die haben sich versucht durchzuschlagen. Aber natürlich so eine große Hunter-Vereinigung. Die sind natürlich sehr schlagkräftig, groß und können natürlich das machen, was sie wollen mit den Leuten. Ist so wie Negan. Wir sind Negan. Ja, war wieder ein Insider von The Walking Dead. So, was haben wir hier noch? Jetzt sind wir hier in der Mitte. Oh, das sieht geil aus. Ah, was mache ich denn? Ich wollte doch nachladen, aber ich habe keine Muni mehr. Ah, das ist wirklich schlecht. Dann sollte man die mal wechseln. Ich glaube, in der anderen haben wir noch genau. Haben wir noch schöne 10 Schuss. Ah, ein Fliegermikrofon. Hier ist ein Fliegermikrofon. Geh ja weg. Du Ungetier. So, hier haben wir doch noch was. Gleich noch mal 4 Schuss. Zone aufgeben, Notiz. Ah, wie sie die Quarantänezone verloren haben. Oberst Mackenzie, Atlanta, Quarantänezone. Sir, nach 14 Monaten ist diese kleine Revolte zu einem Blutbad geworden. Wir haben zu viele Männer verloren. Und sind offen gesagt dabei, die ganze Zone zu verlieren. Wenn wir noch länger bleiben, werden wir alle getötet. Ich erwarte Ihre Befehle, Captain Masters. Heieiei, ja, die haben versucht, das natürlich zu verteidigen. Und die Zone nicht einfach so aufzugeben. Und wie wir hier gelesen haben, erfolglos. Keiner offen vor den Spinden. Ah, hier. Sehr schön. Bisschen Zeug. Ich brauch Zeug, Junge. Ich will MacGyver spielen. Ah, gut, nee, das war nur. Da kommen wir wieder hoch. Da wollen wir ja nicht hin. Da waren wir ja schon. Aber kein Firefly-Anhänger hier drinne. Warum vielleicht doch keine Fireflies? Oh, ich dachte, hier kommen wir raus. Nee. Tja, wo denn dann? Kein Comic mehr. Aber wahrscheinlich habe ich eher einen verpasst. Und ich hasse es, wenn ich Dinge verpasse, aber... Naja. Ja, da ist ein Anhänger. Sehr schön. Wer war der Gute? Das ist wahrscheinlich ein Spitzname, oder? Das ist ein D, Kerstin Risk? Wahrscheinlich. Da oben war wir. Eine Kiste. Hinten kommen wir auch nicht raus. Gucken, ob hier noch irgendwas blitzert und blinkt. Flasche. Brauchen wir nicht.
Oh, ist das? Verräterflyer. Das ist das Schicksal aller Verräter. Auf die Unterstützung von Verrätern steht die Todesstrafe. Das Pittsburgh-Bataillon ist zu ihrer Sicherheit hier. Wir arbeiten daran, die Sicherheit in der Quarantänezone wiederherzustellen. Ah, waren also auch Verräter. Ehemalige Mitarbeiter des Militärs. Uiuiui, na, das ist natürlich schon ganz schön kacke. Die haben natürlich sehr schöne Infos gehabt. Und somit konnten sie die richtig schön fertig machen hier. In ihren eigenen vier Wänden, will ich mal sagen. Oh, das hört sich doch nicht gut an, Joel, wie deine Hose hier scheuert. Hast du doch deine wunde Beine. Mit so einer Jeansgrenze da rumläufst. So Leute, aber wo muss man raus? Ach, Cola Light, Central Light, Cold Refreshment, Go Light. Military has fallen. Sag mal, bin ich nur ganz blöde? Wo komme ich hinaus? Oh, der Ellie sagt mir auch nichts. Ja, die verlässt sich ja auf mich, gell? Ich bin hier der Erwachsene. Hier oben geht's auch nicht. War das doch richtig hier? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aha, die Ellie. Flasche. Oder müssen wir hier hinten runter und kommen da irgendwo anders raus? Nee. Sag mal. Sehe ich hier im Wald vor lauter Bäumen nicht? Ja, natürlich. Hier steht doch Exit. Ich Ochse. Jawohl. Na gut, hier waren wir ja schon mal sogar vorhin. Gehen wir mal den handelsüblichen Weg. Ich muss nicht immer überall runterspringen. Ich bin schon alt, Ellie. So, jetzt geht's erstmal ins Craften. Ja, schön. Eine schöne Ladung hier. Rauchbombe auch nochmal. Messer. Ein Logo. Medipack. Jawohl. So. Leider noch keine. Ah, kein Molotov-Cocktail. Ist ein bisschen schade. So, die Tür ist zu. Ah, da ist sogar das Tor, was wir von drinnen gesehen haben. Oh, da haben sie welche von der Quarantänezone gehangen. Mann. Es ist doch verrückt, Soldaten aufzuhängen. Wenn Leute verzweifelt genug sind, sind sie zu fast allem bereit. Die Leute, die protestierten, sind das die, die uns attackieren? Ich glaube schon. Das sind die Hunter, die zu sowas geworden sind. Das ist ja echt übel. Ich frage mich, ob ich die abschießen kann. Ich würde es eigentlich gerne probieren, falls sie irgendwas in Taschen haben, aber da blinkt ja nichts, oder? Das wäre Quatsch, oder? Ich probiere es mal. Nope, das sieht nicht so aus. Another free soldier is dead. What is going to take? Give up. What it going to take? Ja. Ha, ja. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben immer weiter gekämpft. Mal sehen, wo sie hinführt. Ah, aber... Pass gut auf, wenn du springst. Ellie macht das schön. Ja, ein Pillendöschen. Sehr schön.
Oh, schön. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich damals die ersten Screenshots gesehen habe. Das waren allerdings so Backsteingebäude. Wie hier, so in der Richtung. Oh, da dachte ich schon, das könnte ja was Geiles werden. Nur vom Screenshot aus schon. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Flanke. Okay. Hauen wir ab. Oh, das sind aber auch viele. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran, glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Och, guck mal. Die Zuladen hier, hä? Wahrscheinlich. Ah. Die streckt aber ganz schön. Die ist so dürr. Ja, wollte ich gerade sagen. Das war ihm damals so. Eigentlich ist es heute ja noch genauso. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Wie bescheuert. Sieht ein bisschen aus wie eine ganz junge Carrie von King of Queens, aber ja, ich finde das auch bescheuert. Das ist doch viel zu dünn. Aber viel zu dünn, Leute. An der Frau muss ein bisschen was dran sein. Ich will doch nicht die Rippen spüren, Leute. Also nein, jeden das seine, aber ich möchte das nicht. Nein, danke. So, was haben wir denn hier? Out of options, ja. Keine andere Wahl mehr, sozusagen. Also versteht mich nicht falsch, ich mag natürlich Frauen schon. Ich weiß nicht, aber dünn kann man das nicht nennen. Normal. Normale Frauen. So, liegt da hinten nur noch irgendetwas? Ah! Jawohl, Schrott. Schrott, Schrott, Schrott von MacGyver. Super. Tod für Freiheit. Ja, ich hab Lust auf einen Witz. Insgesamt 5 von 4 Leuten können nicht rechnen. Ist das doof. 5 von 4 Leuten. Ich ja, habe mich nächtelang gefragt, wo die Sonne hin ist. Dann dämmerte es mir. Verstehe. Was hat eine Meerjungfrau am Oberkörper? Was? Einen Meerbusen. Furchtbar. Ja, die sind wirklich furchtbar. Also die gefallen mir gerade gar nicht, Ellie. Warum können Lehrer nicht schwimmen? Okay. Weil sie allem auf den Grund gehen müssen. Das reicht jetzt. Das reicht wirklich. Okay, ausgewitzelt. Und jetzt? Das reicht jetzt, leg das Ding weg. Ausgewitzelt, sagt sie. Oh, Wasserlinsen. Jawohl, da gibt es ja bestimmt schon der ein oder andere Schwarzbarsch hier drin, den irgendein Vogel da reingekackt hat. Oh, guckt euch mal die Wolken an, das kriegen manche Spiele heute nicht mal hin, solche Wolken zu machen. Und die haben es damals schon gemacht. Verdammt, das sieht so geil aus. Alles sieht geil aus. Ich liebe es. Savage Starlight. Ach, die haben wohl einen Film davon gemacht oder ist das Werbung für einen Comic? Oh, Apartments. Oh! Na bitte. Oh, Leute. Hoffentlich gibt's hier was Brauchbares. Was ist denn das für eine Tür? Die habe ich beim ersten Mal durchspielen definitiv nicht gefunden. Das. Mit einem roten X hätte ich mich dran erinnert, aber ich meine, eine Notiz zu finden später, wo irgendwas mit einem X draufsteht und ich habe die Tür immer gesucht. Dann ist die hier vorne schon. Oder was? Geil. Oh, Brief an die Mutter. Mein Sohn, mein kleiner Junge, ich habe ihn heute begraben. Was hat er getan? Sich Protesten angeschlossen? Jetzt nennen sie ihn Verräter. Gut, ich zeige ihnen, was ein Verräter ist. Ich gehöre jetzt zu ihnen. Zu den Rebellen, den Aufständischen. Sie haben mir eine Pistole, ein paar Kugeln und einen Auftrag gegeben. Ich werde sterben, aber sie auch. Wie viele Väter und Mütter wie mich gibt es da draußen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Stadt fällt. Schlagen wir den ersten Stein heraus, Eva.
Oh mein Gott. Diese Sicht der Dinge nützt niemanden. Nein, wollte ich gerade sagen. Aber natürlich, sie ist eine Mutter, sie hat ihren Sohn verloren. War wohl ziemlich sauer darüber und ja, das ist ja, ich sag's ja, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das ist echt schwierig, dafür irgendeine Seite zu sein. Jawohl, jawohl. Oh ne, warum ist die voll? Kann man die nachladen? Nochmal. Nur ein Schuss. Okay, das sieht gut aus. Boah, das hat sich ja richtig gelohnt hier drinnen. Jawohl. Jetzt geht's weiter. Was ist gerade der Insider? Dieses blöde Jawohl. Ständig, muss ich sagen. Bei jeder Gelegenheit. So, aber Ellie ich kann den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Brett bewegen. Was für eine grüne Entensuppe. Na prima. So, ich möchte erstmal hier unten alles ein bisschen absuchen. Da war doch ein Fisch. Ich hab's doch genau gesehen. Was war das? Eine Forelle? Muss ich mir genau angucken. Also wenn das eine Forelle ist, dann ist es ein bisschen unrealistisch, aber ich erkenne es nicht genau. Eine Forelle, glaube ich, hier in so stehenden, ekligen Gewässer. Sehr wenig Sauerstoff drin. Das wäre, glaube ich, nichts von der Forelle. Oh! Die haben doch da gerade rumgeballert. Immer nur ballern. Ballern, ballern, ballern. Leute, das sieht aus wie eine Forelle, aber vielleicht ist es ja auch was anderes. Sieht aus wie vom Weiten. Auf jeden Fall wie ein Salmonid, keine Ahnung was für einer. Aber das ist eben so eine Sache. Da wäre ich gerne mal so mit bei so Spielentwicklern und sowas. Als Berater für Flora und Fauna wäre ich da gerne tätig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr da einen Job für mich habt, sagt mir Bescheid. Also dass ich dann praktisch in den Spielen sage, ja, der Baum kann da und da wachsen. Oder dieses Tier kann da und da leben. Das wäre eine coole Aufgabe, finde ich. Und so ein bisschen kenne ich mich da in der Richtung auch schon aus. Deswegen würde ich es sehr toll finden. So, Joel, komm. Schneller. Wir können Ellie nicht so lange allein lassen. Okay, jetzt geht's da rein. Das da hinten waren die Apartments. Warte hier. Mal sehen, wo das hinführt. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Ah gut, also das meinte ich nämlich. Dann ist das da hinten Hotel. Scheint so die Hotel-Gegend zu sein. Okay. Oh, langsam. Jawohl, Ellie. Oh, wo geht's hier hin? Ah, ein Café, Leute. Ha, und mit dieser Bombenaussicht hier werde ich diesen Part erstmal beenden und machen dann natürlich im nächsten Part weiter. Ja, ich komme gleich hoch. Ich will mir erstmal kochend heißen Kaffee besorgen. Ich bin der Affenkönig Dämlich. Das ist The Last of Us Remastered. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Lasst mir ein Like da, meine lieben Freunde. Macht's gut.